Willkommen, liebe Zuschauer, zu Börse Live. Wir schauen auf Quartalszahlen, auf Bayer, und da gibt es Licht und Schatten in der zweiten Bilanz des zweiten Quartals, denn das Pharma- und das Agrargeschäft, das lief weiter etwas besser. Da haben wir steigende Ergebnisbeiträge gesehen. Dagegen kann sich die Kunststoffsparte Material Science nicht von der schwachen Chemiekonjunktur abkoppeln. Das bereinigte operative Ergebnis, das stieg um 1,2% auf insgesamt 2,2 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis die Aktie, das betrug 1,54 Euro und das sind 6,2% mehr als noch im Vorjahr. Zwar verzeichnete Bayer beim Nettoergebnis einen Gewinnsprung um 75% auf 841 Millionen Euro, allerdings war das Vorjahr auch belastet von Rückstellungen. Schauen wir uns mal an, wie die Aktie heute darauf reagiert hat. Franziska Schimke in Frankfurt. Wie geht die Aktie von Bayer aus dem Handel und wie hat sie sich verhalten im Tagesverlauf? Ja, werfen wir doch mal einen Blick auf die größten Gewinner und Verlierer. Und die Bayer-Aktie zunächst einmal heute mit roten Vorzeichen unterwegs. Aber im Laufe des Tages hat sie dann in den positiven Bereich gedreht. Und letzten Endes ging sie mit einem Plus von 3,6% hier aus dem Handel. Vor allen Dingen die exzellente Entwicklung neuerer Medikamente wurde hier hervorgehoben. Und man hat ja im Prinzip auch die Konzernprognose weiter bestätigt, auch wenn man sagt, ja, die Ziele sind ambitioniert. Neben Bayer hatten wir aber auch Zahlen unter anderem von Heidelberg Zement, und die Aktie, die war der Top-Favorit unter den 30 DAX-Werten am Ende des Tages. Da hat man mit den Zahlen mehr als positiv überrascht. Vor allen Dingen in den Gebieten Nordamerikas und Asien konnte man kräftig zulegen. Preiserhöhungen und Sparprogramme, die haben dann zu diesem guten Ergebnis beigetragen. Und man hat dann auch nochmal zum Gesamtjahresausblick sich optimistischer geäußert. Aber auch nicht nur Bayer und Heidelberg Zement mit Zahlen, sondern auch Volkswagen. Da gab es die Zahlen schon am Vorabend. Die Zahlen sind nicht ganz so pralle, aber besser als man es erwartet hatte. Und wir wissen, es ist aktuell schwierig mit dem Absatz von Automobilen in der Eurozone in Europa. Und von daher ist man mit diesen Zahlen letzten Endes auch zufrieden. Auch diese Aktie über 1% fester. Und bei Siemens, auch das eine ganz spannende Angelegenheit. Neben dem neuen CEO Joe Kaeser, der ja heute berufen wurde, hat man auch direkt noch die Zahlen den Tag vorgezogen. Die Zahlen sehen auch besser aus als erwartet. Allerdings darf man nicht vergessen, wir hatten in der Vorwoche dann natürlich auch hier letzten Endes eine Gewinnwarnung. Von daher ist man da etwas zurückhaltender gewesen. Aber die Auftragseingänge für das dritte Quartal sind doch durchaus positiv hervorzuheben und daher auch diese Aktie richtig gut gefragt. Verlierer hatten wir auch. K+S erneut mit richtig kräftig roten Vorzeichen. Die Aktie hat gestern schon über 20% verloren, weil man Furcht hatte vor fallenden Kalipreisen. Auch heute geht die Abwärtstendenz weiter nach unten. Aber auch ThyssenKrupp nach negativen Analystenkommentaren rot eingefärbt. Aber auch RWE, die Deutsche Bank und Daimler schwächer. Und noch mal ganz kurz der Blick auf den DAX. Wie ist der aus dem Handel gegangen? Ja, zur Wochenmitte haben wir hier mehrfach heute die Vorzeichen gewechselt, schwach gestartet, dann ging es nach oben, dann ging es wieder ein bisschen nach unten, dann gab es richtig gute Konjunkturdaten eigentlich aus den USA. Das sorgt jetzt aber natürlich dafür, dass man Sorge hat, dass die ultralockere Geldpolitik dann doch früher ausläuft. Aber man ist natürlich auch etwas zurückhaltend gewesen, denn die Fed-Leitzinsentscheidung und das Fed-Sitzungsprotokoll, das wird heute Abend noch nach deutschem Börsenschluss veröffentlicht und daher ja so ein bisschen Zurückhaltung. Aber da der Dow dann letzten Endes ein neues Rekordhoch eingefahren hat, konnten wir hier auch nicht anders und sind letzten Endes mit einem Plus aus dem Handel gegangen. 0,1%, 8.276, der Schlussstand hier. Tja, vielleicht lag es am Dow, vielleicht lag es auch an deinem Anfeuern. Wir haben ja die Daumen gedrückt. Dankeschön, Franziska, für die Einschätzung. Tja, dann bleiben wir gleich mal beim Thema, beim Dow Jones und schalten nach New York zu unserem US-Korrespondenten Manuel Koch. Wie schlägt der sich denn? Caroline, ja, das Anfeuern hat vorhin ganz gut geholfen. Wir geben jetzt ein bisschen wieder von den Gewinnen ab. Waren schon mal über der 15.600-Dollar-Punkte-Marke, haben davon wieder ein bisschen abgegeben, haben das Allzeithoch vorhin gesehen, jetzt aber aktuell im Plus mit 0,4%, 15.587 Punkte beim Dow Jones und die Nasdaq mit 0,5% im Plus, 3.635 Punkte. Franziska hat es kurz schon angesprochen, gute Konjunkturdaten heute Morgen, das US-Wirtschaftswachstum mit 1,7% deutlich besser ausgefallen fürs vergangene Quartal als erwartet. ADP-Arbeitsmarktbericht, 200.000 neu geschaffene Stellen, besser als erwartet. ISM-Einkaufsmanager-Index, besser als erwartet. Also, was könnte uns das sagen? Die US-Notenbank Fed könnte dann vielleicht doch
ein bisschen früher entscheiden, die expansive Geldpolitik zurückzuführen. In gut 2 Stunden wissen wir dann die Leitzinsentscheidung und wissen vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr. Von Unternehmensseite schauen wir heute ganz klar auf die Dell-Aktie. Ein Komitee hat entschieden, dass die Offerte von Michael Dell, 13,75 Dollar, die Aktie nicht angenommen wird. Damit hat wieder Carl Icahn, der Milliardär, die beste Chance. Die Dell-Aktie ist gut 2,5% ins Minus gegangen. Nachdem sie heute gut gestartet ist, ist nun auch die Facebook-Aktie leicht ins Minus gegangen und damit bei etwa 37,50 Dollar. Die Aktie ja gestern über 6% gestiegen und heute schon über die 38-Dollar-Marke gegangen. Und das war einmal der Ausgabepreis im Mai 2012. Damals ist sie an die Börse, an die Nasdaq gegangen und hat seitdem ja immer weiter verloren, bis sogar 17,55 Dollar. Das war der Tiefstwert. Da hat man sich nun gut erholt. Die Werbemöglichkeiten machen es möglich. Man will nun ein kleines Werbevideo von 15 Sekunden einführen für die Kunden. Das soll 2,5 Millionen bringen, also eine neue Werbemöglichkeit für Facebook. Außerdem schauen wir noch auf Mastercard und Burger King. Die Burger King-Aktie ins Minus gegangen. Der Gewinn konnte zwar deutlich um 30% gesteigert werden, aber der Umsatz ist zurückgegangen und nur die Schwellenländer halten dann die Marke noch aufrecht. Und Mastercard, die Aktie fast 2% im Plus. Dort konnten Gewinn und Umsatz überzeugen. Und auch morgen bekommen wir wieder viele Zahlen, zum Beispiel von ExxonMobil, dem wertvollsten Unternehmen der Welt. Also da ist einiges los im Moment in den USA. Dankeschön, Manuel, für die Einschätzung. Ja, auch bei uns ist einiges los. Wir schauen jetzt auf die weiteren Themen des Tages im DRF Newsflash. EADS hat im zweiten Quartal mehr verdient als im Vorjahr. Der Nettogewinn ist um 14% auf 518 Millionen Euro gestiegen. Der Umsatz kletterte um 3% auf knapp 14 Milliarden Euro. Das Wachstum verdankt EADS vor allem der Tochter Airbus. Der Flugzeughersteller kann mit einem zweistelligen operativen Ergebnisplus glänzen. Die Hubschraubertochter Eurocopter und das Raumfahrtgeschäft Astrium haben hingegen weniger verdient. EADS bestätigte dank der guten Airbus-Ergebnisse die Jahresprognose und will künftig unter dem Namen der erfolgreichen Tochter firmieren. Morphosis hält ebenfalls an der vor kurzem erhöhten Prognose für das Geschäftsjahr 2013 fest. Grund für den Optimismus sind gewinnbringende Vereinbarungen mit dem US-Konzern Celgene und dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline. Bereits im zweiten Quartal 2013 konnte das Biotechnologieunternehmen deutlich zulegen. Der Gewinn kletterte von 0,1 Millionen Euro im Vorjahr auf mehr als 11 Millionen Euro. Der Umsatz nimmt um fast 150% auf rund 31 Millionen Euro zu. Osram legt die erste Quartalsbilanz seit dem Börsengang vor. Der Umsatz ist im dritten Geschäftsquartal mit rund 1,3 Milliarden Euro 2% geringer ausgefallen. Der Gewinn schrumpfte deutlich um 3/4 auf 14 Millionen Euro. Vor allem Kosten für den Konzernumbau und Umbrüche in der Branche schlugen hier zu Buche. Das Geschäft mit klassischen Lampen ging weiter zurück. Dafür legten die Erlöse aus LED-Produkten zu. Im gesamten Geschäftsjahr rechnet Osram trotz der Widrigkeiten nun mit einem Gewinn. Und wir sprechen über die wichtigsten Themen des Tages. Ich begrüße Andreas Lipko von Kliegel und Haffner. Herr Lipko, der DAX ist dann heute doch noch relativ freundlich aus dem Handel gegangen. Warum war der DAX heute doch so zurückhaltend oder die Anleger? Hallo Frau Oltersdorf, ja. Sicherlich sieht man in der derzeitigen Situation ganz gut, dass die Impulse, die der DAX momentan kommt, eigentlich kaum eine Rolle spielen. Zu übermächtig ist das Thema Notenbank, Notenbankpolitik. Demzufolge warten die Marktteilnehmer eben denn doch heute lieber darauf, was Herr Bernanke zu diesem Thema allgemein sagen wird, doch relativ beachtenswert, wenn man eben gerade mal schaut, was denn so alles passiert ist. Man schaue hier nur auf die Kali und Salz, die ja dann heute auch wieder massiv verloren hat, oder andere Unternehmen, die heute mit Zahlen kamen. Demzufolge doch schon sehr, sehr interessant zu sehen, dass das Notenbankthema doch derzeit noch allmächtig ist. Ja, dann bleiben wir gleich mal bei dem Thema Notenbanken. EZB ist ja dann auch ein Thema in dieser Woche am Donnerstag. Was denken Sie, was wird dann da verraten werden bei der Fed und auch bei der EZB? Also ich denke, interessant ist insofern, es werden heute aus meiner Sicht aus keine eindeutigen Aussagen zu dem Beginn des Taperings von Herrn Bernanke kommen. Man rechnet ja hier mit dem Beginn des Rückfahrens des Quantitative Easing, also des Anleihekaufprogramms zum Beginn des Septembers. Ich denke ja, dass hier auch interessant ist zu sehen, wie die Fed die derzeitige wirtschaftliche Situation, die konjunkturelle Situation in den USA einschätzt und vor allen Dingen, wie dann doch hier die ein oder anderen Stimmen der einzelnen Fed-Gouverneure in den letzten Sitzungen
laut geworden sind und wie hier die Abstimmungsergebnisse waren, das sind sicherlich Indizien, die man dann heute zumindest vernehmen kann und die dann sicherlich auch Schlüsse zulassen, wie es eben um die Konjunktur in den USA bestellt ist und wann es dann eben auch losgeht. Wie gesagt, jedes Wort, was in Richtung Tapering geht und was eben einen Anlass geben könnte, dass es doch schon früher losgehen könnte, würde dazu führen, dass der Markt dann eben doch sehr relativ stark korrigieren wird. Herr Lippus, es gab ja heute einige Nachrichten von unseren DAX 30. Gehen wir mal der Reihe nach durch. VW hat Zahlen vorgelegt, der Gewinn ist doch deutlich eingebrochen. Was halten Sie jetzt von dem Unternehmen und auch von der Aktie? Ja gut, VW hat ja natürlich ein hehres Ziel propagiert. Man will bis 2018 Toyota als größten Automobilkonzern ablösen. Das kostet dann natürlich auch, und zwar nicht Ablösegebühr, sondern ganz klar Investitionen in die notwendigen Technologien, in notwendige Werke. Man muss hier neue Modelle forcieren, neue Antriebssysteme. Man muss also hier sehr, sehr viel in die Technologie stecken, damit die Kunden eben dann auch zu Volkswagen kommen und die Autos dort kaufen. Und das haben die Börsianer denn eben auch ganz wohlwollend gesehen. Außerdem darf man nicht vergessen, dass der Gewinneinbruch, der heute bekannt gegeben worden ist, auch so ein Stück weit obligatorisch ist. Wir hatten in den letzten Jahren Basiseffekt gehabt, dadurch, dass Porsche dann eben in den VW-Konzern aufgenommen ist, gab es hier einen Gewinnsprung, der dann jetzt ein Stück weit korrigiert worden ist. Wie sieht es im Moment bei Bayer aus? Wie schätzen Sie diese Aktie ein? Ja, Bayer ist sicherlich auch sehr interessant gewesen, beziehungsweise jetzt ja eigentlich auch des Börsianers Liebling, gerade in so einer Phase, wo nicht ganz klar ist, wie der Markt sich jetzt weiterentwickeln wird, setzt man doch auf defensive Papiere und kommt an der Bayer so gesehen dann nicht vorbei. Ein bisschen ein leichtes Manko war in der Material Science, der Bereich ja doch ein bisschen schwächer. Das ist sicherlich auch nicht weiter verwunderlich, wenn man sich eben die konjunkturellen Tendenzen in der Welt ansieht. Da ist natürlich dann die Nachfrage nach Produkten aus dieser Branche dann eher schwach. Ansonsten sind es eben die Produkte, die Hoffnungsträger Xarelto's, Dirwaga und Ailea, die eben dem Unternehmen relativ gute Gewinne beschert haben. Und das dürfte sicherlich auch in den nächsten Monaten weiter so bleiben. Nochmal ganz kurz, Herr Lipko, der Blick auf ThyssenKrupp. Die Aktie ist heute mal wieder unter Druck. Das lag unter anderem an der UBS, die ja das Kursziel gesenkt haben. Wie dramatisch ist es im Moment tatsächlich? Ja, ThyssenKrupp ist eine never-ending worst story, wenn man es so will. Nun ist auch heute noch ausgerechnet der Herr Berthold Beitz gestorben. Also so gesehen kommt dieses Unternehmen einfach nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus. Es wird einfach diesen Klotz am Bein, dieses Dear America, dieses Abenteuer in den USA und in Südamerika nicht los. Man hat hier ja lange Zeit mehrere Bieter gehabt, die dann doch aufgrund des doch relativ hohen, ambitionierten Preises dann zurückgetreten sind. Zuletzt hatte man mit der brasilianischen CSN Group noch einen Kontrahenten gehabt, der sehr vielversprechend war. Der hat natürlich die Situation ganz klar erkannt und fängt ja an zu pokern. Das führt dann natürlich bei der ThyssenKrupp-Aktie oder bei dem Unternehmen dazu, dass man doch hier dann die ein oder anderen Schwierigkeiten bei dem Verkauf von den Stahlwerken hat. Jetzt kommen dann auch wieder Spekulationen auf, dass wenn das selbst, wenn das Stahlwerk abgestoßen werden muss, eventuell eine Kapitalerhöhung für die Aktionäre ThyssenKrupp ins Haus steht. Also man sieht schon sehr, sehr viele negative Nachrichten und die dann heute auch noch gekrönt worden sind durch das Downgrade oder beziehungsweise die Verkaufsempfehlung von UBS, die aber interessanterweise das Kurs über 16 Euro beibelassen hat. Also da ist einiges im argen Moment bei Thyssen. Andreas Lipko, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich bedanke mich auch und schönen Abend noch. Ihnen auch, danke. Ja, und Ihnen danke ich auch fürs Zuschauen. Auch Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen.